Hallo, willkommen zurück zu Walking Dead Road to Survival hier auf Panorama mit einem wahnsinnigen, absoluten Special heute. Nein, natürlich, nur am Rande ein Special. Und zwar, warum am Rande ein Special? Ganz einfach, ich habe jetzt in den letzten Videos habe ich immer mal wieder drüber rumgenölt, dass mein Team ja schon 4 Monate alt ist und jetzt gerade in den Raids aktuell, wir machen mal schnell ein. Im Hintergrund ist es ein bisschen, das macht aber gar nichts. Ich mache mal kurz einen Raid, jetzt bei dem, weiß ich nicht, wie es aussieht, der geht jetzt noch. Es sieht so aus, als würde dieser Raid noch gehen, weil ich habe nur noch richtig üble Gegner. Also wenn da nicht ein Conrad und eine Theresa eigentlich drin ist, dann ist es irgendwie kein richtiges Raid-Team gegen mich. Dazu haben wir dann noch Pyria, glaube ich, heißt sie, und wen es da nicht alles noch gibt gerade. Und da kriege ich richtig, richtig auf die Murmel, Leute, also so richtig. Und es nervt mich extrem gerade. Und nachdem, wie ich gesagt habe, mein Team schon seit circa 4 Monaten das Gleiche ist und ich dann nichts geändert habe, dachte ich mir, danke übrigens auch inspiriert durch Daniel, dass ich euch jetzt, oder dass ich dir jetzt meinen Rooster zeige. Ich gehe das durch, jeden Charakter, jeden 5-Sterne-Charakter, jeden 6-Sterne, den ich jetzt habe, kriege ich an, dass du es auch sehen kannst. Und dann kannst du mir ein paar Teams rüberwachsen lassen. Also ein Dev-Team und ein Angriffsteam hätte ich gerne. Dev und Angriff, wir haben, was haben wir? Was ist das hier für ein Rooster? Was ist das hier für ein Rooster? Ach genau, das sind die gesetzten Teams im Augenblick. Ah, okay, ich verstehe. Also angefangen natürlich hier mit diesem Limited Edition. Jesus, der Wiederbeleber. Den kennt, glaube ich, in der Zwischenzeit jeder, oder? Den kennt in der Zwischenzeit jeder. Anführerfähigkeit hat er auch. 30% HP-Erhöhung und 24 kritisch. Was prinzipiell nicht schlecht ist, aber ach, ich sage gar nichts dazu. Ich sage eigentlich nichts dazu. Ich kenne ja meine Leute und ich bin gespannt, ob jemand eine gute Idee hat, ein Team zusammenzustellen. Das hier ist Douglas. Douglas ist ein ganz cooler Charakter eigentlich. Ist ein super Survival Road Charakter. Gibt ein Schild, wenn er die Möglichkeit hat. Also wenn er einen kritischen Angriff gibt, dann gibt er ein Schild einer Person. Ist gar keine schlechte Idee. Rauscht mit 56 AP. Und heilt bis zu 3 Teammitgliedern 60% ihrer maximalen HP zurück. Auch nicht übel. So. Dann hätten wir unseren Schild, der ist auch noch dabei. Der ist im Rausch sehr schnell. Ich habe 2 Varianten für ihn. Kann ich das hier wechseln? Nee, schade. Ich habe 2 Varianten für ihn. Ich habe eine Waffe für den Angriff, wo er AP kriegt beim Erleiden von Schaden, denn wenn er rauscht und 3 Leuten 100% Angriff gibt, dann steht danach eigentlich wenig noch. Danach steht wenig bis gar nichts mehr. Für die Verteidigung habe ich eine Waffe, da hat er praktisch keinen AP-Bonus drauf, sondern rein HP, Defensive und auch nochmal 35% auf die Defensive bei Gegnern mit 60% HP oder mehr. Diesen Wert hat er bei der Angriffswaffe auch. Da hat er allerdings Verteidigung praktisch 30%. Dann AP bei Schaden erleiden und 35% Verteidigungsbonus bei 60% HP und mehr. Genau, das ist der Jesus. Dann haben wir Conny, der ein oder andere kennt Conny wahrscheinlich. Ein Charakter, den ich bei TU mitbekommen habe. Ein sehr, sehr guter Charakter, um Gruppenschaden zu geben und schwächt, verringert den Angriff und die Verteidigung des Gegners für eine Runde. Und gibt allen im Umkreis 275% Schaden. Das ist ganz praktisch. Als Anführerin gibt sie 30% höhere HP und einen Plünderbonus. Was sehr praktisch ist. Dann mein Standard-Leader, den ich im Augenblick habe. Das ist Glenn. 45 AP. Gibt 3 Feinden, 3 Runden lang, 300% Schaden. Was irgendwie nicht stimmt. Oder die stehen halt nicht lang genug. Aber er gibt einmal Schaden und das war's. Also ich habe nicht gesehen, dass die Leute danach nochmal Schaden kriegen würden. Schwächt die Verteidigung um 35% bei den Geschädigten und 3 Teammitglieder kriegen eben 35% HP zurück, ihre maximalen, ist super. Und als Anführer ist er extrem gut, weil er eben 30% mehr Angriff gibt und es gibt einen sehr großen AP-Bonus für alle Fernkämpfer im Team, was sehr, sehr gut ist. So. Dann Tyrese, kennen die meisten auch wahrscheinlich, gibt einer Reihe 300% Schaden und die Teammitglieder halten plus 50% Angriff und plus 50% Verteidigung, was sehr gut ist. Und hat eben Neutralisieren, was eine unfassbar angenehme Fertigkeit ist.
Dann haben wir zweimal Richard. Richard ist ein bisschen ähnlich wie Conny. Conny ist ein bisschen langsamer im AP-Rausch, wobei das keinen Unterschied macht, wenn du einen Leader mit AP-Bonus hast beim Angriff. Und er fügt drei, also er fügt einem Gegner und allen Gegnern in der Nähe 250% Schaden zu und minus 30% Verteidigung. Und alle 10 Mitglieder bekommen 30% Verteidigung und einen Bonus auf den Item Drop als Anführerfähigkeit, was nicht schlecht ist, aber halt, ja, genau. Also, ich sage dazu nichts. Ich will es ja völlig offen lassen. Dann haben wir hier den Negan, Totaler Krieg. Der ist auch ein wunderbarer Survival-Road-Charakter eigentlich. Gibt auch allen in der Nähe 200, also einem Schaden plus allen in der Nähe 225% und 2 Runden lang plus 30 kritisch. Wer weiß, vielleicht findet jemand ja eine vernünftige Kombination raus. Und wenn der Charakter dann den Jordan überschreitet, sozusagen, führt er noch einen Abschiedsgrußangriff aus, was eigentlich so mit die planloseste Fähigkeit ist, die ich bei Walking Dead kenne. Dann haben wir sie hier, eine größere Welt. Und zwar, sie gibt auch 350% Schaden, einem Feind und allen Feinden in der Nähe. Dazu bekommen alle 2 Runden lang 35% Verteidigung sowie Tarnung, ist natürlich auch für die Survival Road ganz gut. Und als Anführerin gibt sie bei allen starken Teammitgliedern, wird der Angriff um 30% erhöht und sie erhalten beim Angreifen einen sehr großen AP-Bonus. Also AP-Bonus und Angriff erhöht, eigentlich so das Pendant irgendwie vom Anführer, von der Anführerfähigkeit zu Glenn, zu dem Roten. Dann haben wir noch hier den Ezekiel aus, das ist nicht der Survival Road Ezekiel. Der gibt 2 Runden lang 80% Angriff und 40% Verteidigung, was eigentlich sehr gut ist, aber halt als Anführerfähigkeit 24 kritisch und mittleren Bonus auf Item Drop ist nett für die Survival Road oder fürs Farmen von Leveln, aber halt vielleicht nicht als Anführer, das weiß ich nicht. Wen ich auch oft immer wieder mal nutze, ist Axel. Fügt einem Gegner 400% Schaden zu und betäubt ihn für 3 Runden lang, das ist Killer. Das ist richtig, richtig gut und hat eben auch Beschützer, wenn er einen kritischen Angriff ausführt, wirft er ein Schild. Dann haben wir hier noch den Governor, den kennt jeder, zweimal Ezekiel. Ist, glaube ich, auch klar, das sind so 4-Sterne-Charaktere, auf die gehe ich jetzt erstmal gerade nicht ein. Ich wollte nur Axel noch nehmen, weil ich Axel immer mal wieder irgendwo einbaue. Dann haben wir hier die 6-Sterne-Shiva, die im Augenblick den Adrenalin schon 3 Level hoch hat und bei 91 AP liegt. Fügt einem Gegner 500% Schaden zu und verwirrt bis zu 2 Gegner eine Runde lang. Dazu hat sie noch als Spezialfähigkeit, also eine aktive Fähigkeit, Betäuben. Auf Stufe 1 allerdings. Also das heißt, es gibt eine Abklingzeit, das dauert ein bisschen, bis man die einsetzen kann. Und hat als Halsabschneider, die hat eine Spezialfähigkeit, Halsabschneider eben. Wenn dieser Charakter einen Kämpfer angreift, der durch einen Statuseffekt geschwächt ist, verursacht er 30% mehr Schaden. Das ist die 6-Sterne-Shiva. Dazu haben wir Trip. Trip kennen, glaube ich, die meisten. Trip haben wahrscheinlich alle abgegriffen. Alle Teammitglieder erhalten bis zu 50% ihrer maximalen AP zurück und erholen sich von allen Sanktionen. Und alle Fernkampf-Teammitglieder erhalten 45% Verteidigung. Ich sehe, viele, viele Leute haben gerade ihn drin. Besonders, und darum nehme ich ihn auch nicht als Raid-Anführer, den ich versuche zu raiden, weil dahinter natürlich sehr gute Schilde stehen können, wie zum Beispiel Garrett oder Conrad oder Magna oder so. Das ist halt immer ganz übel, eine ganz üble Kombination eher mit diesen. Genau. Dann haben wir Dwayne. Gibt es so 3 Gegner 400% Schaden und entfernt die Angriffsboni. Dieser Charakter hält 2 Runden lang 60% Verteidigung, was sehr gut ist. Und Stellung halten als Spezialfähigkeit. Für jedes Teammitglied, das fällt in der Runde praktisch, kriegt er 25% Verteidigung und 25% Angriff. Ich habe ihn bis jetzt in kein aktives Team von mir eingebaut, weil er ja bisher einfach nicht. Ja, ist halt so, ne? Dann haben wir den Survival Road, Wiederbeleber. Den kennt, denke ich, auch. Die meisten werden ihn wahrscheinlich zumindest schon mal angeschaut haben. Fügt einer Reihe 325% Schaden zu und 150 Schaden durch Bluten zu. Genau, und belebt ein Teammitglied mit 25% seiner HP wieder zurück. Und alle Fernkämpfer im Team erhalten einen Riesenbonus auf AP beim Erleiden von Schaden. Das ist auch immer so ein grenzwertiges Ding, finde ich, Erleiden von Schaden. Wenn ich der Angreifer bin und ich weiß, dass du AP beim Erleiden von Schaden bekommst, dann kann ich mir gezielt aussuchen, wer die Bonus-AP praktisch bekommt. Dann haben wir zweimal Alicia dahinter stehen. Alicia ist sehr schnell, fügt bis zu zwei Feinden 300% Schaden zu und heilt ein Teammitglied komplett. Was eine sehr angenehme Fertigkeit eigentlich ist. In Kombination vielleicht mit einem Schild eine ganz gute Geschichte, wenn sie denn lang genug steht natürlich.
Und alle Teammitglieder erhalten 30% Angriff gegen wachsame Charaktere. Du hältst einen mittleren Bonus beim Plündern von Gegenständen. Damals habe ich mich gefreut, dass ich sie bekommen habe, bis ich dann gemerkt habe, rote Teams gibt es eigentlich ganz, ganz selten nur noch. Dann haben wir die erste Andrea. Die gibt 800% Schaden. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Alles, was sie trifft, ist eigentlich weg. Da steht nichts mehr, außer du spielst gegen Scoreplay zusammengestellte Teams. Es zieht hier gerade eine richtig dicke Wolke auf. Man merkt, wupp, Licht weg. Und alle 10 Teammitglieder, wird der Angriff um 30% erhöht und sie erhalten beim Angreifen einen sehr großen AP-Bonus. Leider nur die 10. Das ist natürlich eklig. Carsten habe ich aus dem Event gezogen. Carsten, eigentlich mochte ich ihn am Anfang gar nicht und dann habe ich ihn ein paar Mal getestet und ich finde ihn gar nicht so schlecht, denn er rauscht relativ schnell und bei allen Feinden verringert sich der Angriff um 50% und die Verteidigung 3 Runden lang um 50%. Das heißt, Angriff und Verteidigung 50% runter und alle Teammitglieder, wenn als Anführer gesetzt wird, erhalten 45% Angriff gegen zähe Feinde, was sehr hilfreich ist gegen ultra harte blaue Teams, wie ich festgestellt habe. Dann haben wir eine zweite Andrea. Wir haben hier diesen Ezekiel, den ich hochleveln könnte auf 6, interessiert mich aber eigentlich gerade gar nicht, weil, wie gesagt, Angriffsteam, Nahkampfteam habe ich im Augenblick nicht. Ich habe jetzt gerade beim Einwechseln von der Shiva sehr viele Gelbe rausgeballert. Randall, dreimal Sophia, die sind alle gegangen. Die sind alle gegangen, leider. Kenny, Norma, Skylar, alle weg. Fügt auf jeden Fall bis zu 2 Gegner 400% Schaden zu. Alle Teammitglieder erhalten für 2 Runden 65 Verteidigung. Spezialfähigkeit, wenn dieser Charakter besiegt wird, kriegen die überlebenden Teammitglieder unmittelbar 25% ihrer maximalen AP drauf. Was gar nicht so schlecht ist eigentlich. Ist eigentlich gar kein so schlechter. Naja, den ziehe ich gerade hoch. Major Gavin ist ein Befehlscharakter. Den werde ich in Zukunft wohl irgendwo einbauen müssen. Gerade in mein Dev-Team werde ich ihn einbauen. Verursacht bei einem Gegner 500% Schaden, was sehr gut ist übrigens. Was nur 50 Schaden weniger ist, wie die 6 Sterne Shiva, wenn sie ausgelevelt ist. Und bis zu 3 Teammitglieder erhalten 3 Runden lang 60% Verteidigung. Was sehr angenehm ist und wie gesagt, Spezialfähigkeit Befehl. So, dann haben wir hier unten Abraham, den muss ich noch hochziehen. Also wer Ideen dafür hat, besonders weil er wird ja dann auch, oder er ist als 6 Sterne Charakter auch verfügbar im Augenblick. Und wenn er halt mal rauscht, dann ist relativ schnell Feierabend. Wahrscheinlich gibt es 145% Angriff und 100% kritisch. Das ist richtig übel, besonders weil, wenn er einen kritischen Angriff ausführt oder auslöst, dann gibt er 150% Schaden durch Bluten pro Runde, was jede Runde zunimmt. So 150 Schaden durch Bluten und das wird dann immer mehr. Das ist natürlich ja, eine sehr gute aktive Fähigkeit, finde ich. Dann haben wir hier noch gezogen Maggie, die ist auch ganz neu, die habe ich gestern, glaube ich, gezogen, wenn mich nicht alles täuscht. Sie ist Tutor, das heißt, es gibt XP bei Schlachten, einen großen Bonus auf XP, bla bla bla. Aber was sehr angenehm ist, sie ist ein Schildbrecher oder sie wäre ein Schildbrecher. Also sie werde ich auf jeden Fall hochziehen. Ja, und dann muss man sehen. So, ich glaube, das waren so im Großen und Ganzen meine 5-Sterne-Charaktere. Da bin ich jetzt soweit eigentlich durch. Ihr seht, es ist echt ausgemerzt worden. Wenn ich mir überlege, ich habe 8 5-Sterne rausgehauen, da waren schon ein paar dabei, aber halt keiner, wo ich gesagt hätte, brauche ich. Also, wenn du Ideen hast, dann schreib es mir entweder in die Kommentare. Am besten schreib es mir in die Kommentare, weil dann kann jemand anders es entweder nachlesen und sagt, hey, würde ich auch gern, würde mich interessieren. Beziehungsweise kannst auch kommentieren, das wäre die beste Variante. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, danke dir. Vielleicht finde ich ja mein neues Dreamteam gerade durch dich. Und ja, das war es auch schon. Das ist übrigens der Abraham, den ich meine. Das ist der normale Abraham und das ist der 6-Sterne-Abraham. Fügt einer Reihe von Gegnern 325% Schaden zu und verspottet sie 2 Runden lang. Dieser Charakter hält 2 Runden lang 100% Verteidigung. Das ist schon richtig nett. Und als aktive Fähigkeit gibt es noch Selbstheilung. Das ist nett. In dem Sinne, ich danke dir fürs Zuschauen und danke für die Hilfe.